Lisa Grüter, Anwältin aus Dortmund, vertritt jetzt künftig in Münster betroffene, also von Ermittlungsverfahren betroffene Fans. Lisa, erste Frage, wie bist du überhaupt an diese Position hier bei der Fanhilfe Münster gekommen? Ich habe nach und nach immer mehr Fans auch aus Münster vertreten und das hat sich dann einfach so ergeben, dass ich da mich gewissermaßen spezialisiert habe und Ansprechpartnerin geworden bin und eben jetzt auch bei dem Projekt mit Mirke. Soweit ich weiß, bist du Mitglied in dieser Fananwälte AG, die in Deutschland existiert? Nein, Mitglied bin ich da leider noch nicht. Aber du kennst diese Fananwälte AG und die Idee dahinter ist natürlich irgendwie eine sinnvolle Idee, oder? Genau, ich kenne die. Ich kenne auch die Kollegen, die da mitarbeiten und arbeite auch mit einigen Kollegen zusammen. Und das ist eine sehr sinnvolle Idee, sich einfach zu vernetzen und sich Hilfe zu holen bei Themen, die immer wieder beim Fußball wiederkehren. Ist das eigentlich eine ganz spezielle Umgebung, sich mit solchen Fan-Themen zu beschäftigen? Ich sag mal, sexy im klassischen Sinn ist es nicht. Es ist ein undankbares Thema, weil man immer gleich so einen gewissen Ruf weg hat oder eben sich in diesem schwierigen Umfeld bewegen muss. Ist das schwierig als Anwältin? Sehe ich nicht so. Ich bin Strafverteidigerin und habe natürlich entsprechend immer mit einem gewissen Umfeld zu tun, was jetzt in dem Fall die Fußballfans sind. Das finde ich sogar eher angenehmer, weil einen da was verbindet und man im Grunde auch weiß, mit was für Leuten in etwa man zu tun haben wird. Was sind denn die klassischen Themen, mit denen sich eine Anwältin in diesem Fall auseinandersetzen muss, wenn es um solche Fan-Themen wie hier in dieser Fanhilfe Münster geht? Also es sind strafrechtliche Angelegenheiten, viel Pyrotechnik, viel Auseinandersetzungen, die zwischen gegnerischen Fußballfans gelaufen sind. Vermummung ist immer wieder ein Thema aus dem Stadion. Das sind so die klassischen Themen. Gibt es spezielle Themen, spezielle Ermittlungsgegenstände, die immer wieder auftreten? Pyrotechnik ist auf jeden Fall das Thema. Und Pyrotechnik bedeutet unter anderem, dass Ermittlungsverfahren aufgenommen werden, nicht nur gegen Leute, die man tatsächlich dabei filmt, wie sie das Zeug in der Hand halten, sondern auch gegen Leute, die möglicherweise gar nicht direkt beteiligt sind, sondern die nur drumherum stehen, richtig? Genau, gerne der Vorwurf, dass Beihilfe geleistet wurde, dadurch, dass Fahnen hochgehalten worden sind oder dass jemand versucht hat, eben jemand anderen zu decken, der Pyrotechnik gezündet hat. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Beim Thema Stadionverbote ist ja eine ganz spannende Geschichte. Da gab es gerade einen ganz konkreten Fall, in dem die Frage aufgeworfen wurde, darf die Polizei eigentlich Personaldaten an Vereine weiterreichen, damit die dann Stadionverbote aussprechen? Ist das grundsätzlich ein Thema, das gerade irgendwie juristisch diskutiert wird? Das ist tatsächlich ein juristisch diskutiertes Thema, wo sich Kollegen, ich meine, aus Nürnberg gerade sehr aktiv drum kümmern. Und das sind auch die Fachleute, die da, glaube ich, besser Antworten zu geben können als ich. Müsste man das ändern, jetzt mal so eine persönliche Einschätzung? Ich finde es schon schwierig, dass die Daten, die von der Polizei gespeichert werden und auch nur öffentlich-rechtlich gespeichert werden, an private Vereine weitergegeben werden. Also halte ich für rechtlich sehr fragwürdig. Ja. Jetzt nochmal ganz konkret gefragt, wie viel Arbeit kommt hier bei der Fanhilfe Münster auf sich zu? Von was für Aufwänden sprechen wir denn da? Ich kann es gar nicht einschätzen. Da ich jetzt schon viele Fußballfans vertrete, weiß ich nicht, ob sich das wirklich verändern wird oder ob es nur besser organisiert wird oder finanziert wird durch die Fanhilfe. Alles klar. Und die Fanhilfe kann sich eine Anwältin oder mehrere Anwälte auch leisten? Das funktioniert? Das werden wir dann sehen. Alles klar. Dann drücken wir mal die Daumen. Lisa Grüter, vielen Dank.